Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Sekt oder Selters aus der Sektkellerei Schloss Wachenheim. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der ein Gewerbe betreibt, das in Deutschland auszusterben droht, aber schon viele, viele Jahrhunderte Tradition hat. Ich darf ganz herzlich begrüßen Werner Mummert aus Otterbach. Und was es genau ist, sieht man ein bisschen schon hier, aber wir werden gleich noch drüber reden. Zuerst die Frage, Sekt oder Selters? Sekt. Wunderbar. Und den bringt uns die Laura. Vielen Dank. Also der Zuschauer wird ja schon erkannt haben, womit Sie sich sozusagen beschäftigen. Sie sind Pfeifenmacher. Ist das der richtige Begriff, der auch in der Handwerksrolle eingetragen wird? Ja, ich bin als Drechsler in der Handwerksrolle eingetragen, aber da ich überwiegend Pfeifen mache, ist die gängige Berufsbezeichnung Pfeifenmacher. Was muss man tun, welche Ausbildung muss man haben, um Pfeifenmacher werden zu können? Ja, man braucht, es ist also kein eintragungspflichtiger Beruf, wenn man sich auf die Pfeifen beschränkt. Das heißt also, man muss ein gutes Gefühl fürs Holz und für Formgebung haben. Man sollte die Bearbeitungstechniken von Holz kennen, Foliertechniken und Umgang mit Kunststoff. Man darf vielleicht sagen, das ist nicht Ihr Hauptbroterwerb, ja? Nein, ich mache das nebenberuflich. Was sind Sie hauptberuflich? Bin ich technischer Angestellter beim großen Arbeitgeber im Großraum Kaiserslautern. Aber kommen wir sozusagen wieder zurück zu dem, weshalb wir Sie heute eingeladen haben. Muss man eigentlich zwingenderweise selbst Pfeiferraucher sein, damit man sich mit sowas beschäftigen kann? Nicht unbedingt, aber es ist von Vorteil, weil ein Pfeifenraucher ist doch ein sehr individueller Mensch und wenn man sich dann selbst sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und dann weiß man dann schon ein bisschen besser, was die Genossen oder die anderen Pfeifenraucher wollen. Also den Worten entnehme ich, Sie rauchen auch selbst Pfeifen. Ja, richtig, ja. Sie haben uns hier eine Menge Dinge mitgebracht, bis hin zu solchen Mod-Werkzeugen, würde ich das mal beschreiben wollen. So eine Pfeife ist ja... Ich kenne ja auch ein paar Pfeifenraucher und ich kann mich gut daran erinnern, als ich noch klein gewesen bin, als Kind. Mein Onkel ist auch Pfeiferaucher. Dann hat es mich immer fasziniert, der hat so einen Tabak geraucht, der sehr aromatisch gerochen hat. Mhm. In dem Moment, wo er rauchte, am nächsten Morgen war es dann nicht mehr so toll. Okay. Aber ich weiß, dass er die Pfeife an sich wie ein Musiker sein Instrument behandelt hat. Die durfte niemand anfassen, die musste besonders gepflegt werden. Warum ist das so? Ja, das ist schon ein Kultgerät. Ich meine... Die Zigarette, das ist so ein Wegwerfprodukt und das Pfeifenrauchen, das wird doch überwiegend doch ein bisschen zelebriert, wenn man sich entspannt und da sitzt man dann abends im Fernsehsessel und macht dann so ein kleines Zeremoniell draus mit der Pfeife stopfen und es sind doch manchmal doch kostbare Geräte, die man dann zu Hause hat und die sollen dann schon gepflegt sein und entsprechend auch behandelt sein. Und da hat man es halt nicht so gern, wenn da jemand an der Stelle dran rummacht. Also Sie haben hier, wenn ich das mal so bezeichnen darf, eine Art Rohling mitgebracht. Ja, ja. Ja, so sieht also so ein Pfeifenkopf mal aus, bevor das, was wir vor uns sehen, worauf wir dann noch kommen, später entstehen soll. Sagen Sie, muss man da bestimmte Sorten oder Arten von Holz dafür verwenden? Oder kann ich jetzt auch in den Wald gehen, eine Fichte nehmen und dann geht's los? Nein, es ist überwiegend das Bruyère-Holz. Das ist eine Wurzelknolle von der Baumheide, die im Mittelmeerraum wächst, also im gesamten Umkreis vom Mittelmeer. Das Beste, das kommt aus Marokko und aus Korsika, Süditalien, Sizilien. Und da werden also, ich glaube, so um die 90% von den Pfeifen draus gemacht. Wenn man jetzt dieses Stück Holz vor sich sieht, hat man dann schon eine Vorstellung davon, wie die spätere Pfeife aussehen wird? Ja, ja, das bringt dann die Erfahrung mit der Zeit, dass man schon am Wuchs des Holzes, an der Maserrichtung sieht, wie die Form da eventuell in das Holz reinpassen könnte. Wenn man das hier sieht, bei den Köpfen, die man sich anschauen kann, dann läuft das irgendwie alles oben auf die Spitze zu. Wie kriegt man diese Musterung, diese Maserung hin? Wird das mit diesen Messern gemacht? Machen Sie es auf der Drechselbank? Nein, das wird auf der Drechselbank gemacht. Aha. Ja. Und die sind jetzt schon fertig oder noch in einem Zwischenstadium? Nein, nee, wo wir jetzt hier liegen, die sind fertig. Dann gibt es ja dieses Zeremoniell, das Erstanrauchen der Pfeife. Warum ist das so wichtig?
Ja gut, manche Leute machen da ein Metzgeschäft draus. Also ich mache das sehr unspektakulär. Ich mache die Pfeife einfach voll mit Tabak und Rauch. So. Vorsichtig halt ein bisschen wie normal. Weil das Holz innen drin ist ja noch roh und kommt dann direkt mit der Glut in Berührung. Wenn die Pfeife dann später eingeraucht ist und da hat sich dann so eine schützende Kohleschicht im Pfeifenkopf angesammelt und dann ist das Innere der Pfeife ein bisschen unempfindlicher gegenüber der Hitze. Aber dass man da jetzt irgendwelche Einrauchpasten oder Honig oder Zuckerlösung oder irgendwas reinschmiert, das halte ich also nicht so gut. Sie haben hier ganz unterschiedliche Formen mitgebracht. Was ist das entscheidende Unterschiedliche zwischen diesen Formen oder was macht das Individuelle dieser Pfeifen aus? Ja, das sind also erstens mal alles Unikate und ich fahre da ein bisschen zweigleisig. Ich mache so eine klassische Form und versuche in diese Klassik immer noch die eigene Note reinzugeben. Das ist zum Beispiel sowas mit oben verjüngendem Kopf und diese Keilform, das finde ich, wirkt ein bisschen dynamisch, ein bisschen energisch. Und das ist also diese Linie, das sind die, die gibt es auch noch in Sand gestrahlt. Und dann ein klassisches gebogenes Modell und das ist so eine eigene Entwicklung von mir, die nenne ich Goldfisch. Die Form erinnert so ein bisschen an einen Goldfisch und die kommt auch ganz gut an. Die Mundstücke sind auch selbst gemacht? Ja, die sind auch selbst gemacht. Aus welchem Material sind die? Das ist Parakautschuk, den beziehe ich als Stangenware. Der wird gebohrt, gedreht, geschliffen und dann anschließend auch poliert. Sie haben hier diese unterschiedlichen Formen gezeigt. So das klassische Modell, was man im Zweifel auch auf irgendwelchen Gemälden oder so sieht, ist immer dieses halbgebogene. Macht das eigentlich irgendeinen Unterschied im Genuss des Tabaks oder ist das eigentlich egal? Ja, wenn die Pfeife gebogen ist, ist der Schwerpunkt ein bisschen vom Körper weg. Und deshalb ist das Gewicht, wo auf die Zähne einwirkt, nicht so groß wie beim geraden Stück. Das heißt also, je stärker die Pfeife gebogen ist, so bequemer kann man sie im Mund halten. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es vielleicht im Zweifel sogar ein aussterbendes Gewerbe ist. Also in Rheinland-Pfalz fällt mir erstmal niemand weiter ein. Wie viele gibt es denn noch Pfeifenmacher ungefähr in Deutschland? Also ich habe mich mal vor längerer Zeit mal kundig gemacht. Es dürfte so um die 10 in Deutschland geben. Also Sie sind einer von 10, wenn man so will. Also tatsächlich ein doch recht seltenes Gewerbe. Wenn es so wenige gibt, aber es gibt doch eine stattliche Anzahl von Pfeifenrauchern, wie weit reicht dann Ihr Einzugsgebiet? Also bis wohin verkaufen Sie, wenn man so will, Ihre Pfeifen? Ja, ich verkaufe in Deutschland und habe Kundschaft in Amerika und in Japan. Das sind also so die Hauptgebiete, wo ich also schwerpunktmäßig verkaufe. Wie sind die auf Sie gekommen? Also irgendwann muss man ja mal den Kontakt knüpfen und ich unterstelle mal nicht, dass Sie mit einem Sortiment oder einer Kollektion durch Amerika reisen und die dort anbieten. Ich habe eine Internetseite, wo ich die Pfeifen abbilde und habe auch entsprechende Einträge in den Suchmaschinen, wenn man also Pfeifenmacher oder Pipemaker eingibt und dann findet man mich in den oberen Regionen zwischen 5 und 8 und dann kommen die Leute halt auf mich zu, die schauen sich dann die Bilder auf der Webseite an und fragen dann ein paar Details nach, über Länge, Gewicht und Durchmesser und so. Und wenn der Kunde dann überzeugt ist, dann bestellt er die bei mir. Kann man denn das von einem Bild her beurteilen? So eine Pfeife muss doch irgendwie in der Hand liegen. Ja? Das ist doch irgendwie das Gefühl, dass man jetzt sozusagen da auch entspannt dabei rauchen kann. Ja, also die Internetkundschaft, die ist anscheinend mit den Bildern zufrieden. Ich spiele die von rechts und links ab. Sodass man sich doch ein ganz gutes Urteil über die Pfeife machen kann. Macht noch eine kleine Beschreibung dazu, wie die Holzqualität ist, die Länge, Gewicht und so. Und das geht an sich ganz gut. Ich habe noch nichts zurückgeschickt bekommen. Warum kaufen die Amerikaner eigentlich nicht in Amerika? Ich meine, es gibt viel mehr Leute. Ich unterstelle mal, es gibt auch den einen oder anderen Pfeifenmacher. Ja, es gibt in Amerika schon Pfeifenmacher, aber die Formgebung
von denen ist doch ein bisschen anders wie die aus Deutschland. Und die Dänen sind ja auch sehr gut, also das muss ich schon sagen. Ne? Wie kommt es eigentlich, dass ein solcher Pfeifenkopf nie heiß wird? Denn wenn man sich vorstellt, dass da Tabak drin verbrennt, so muss man es ja nennen, würde man ja denken, so nach 2-3 Minuten kann man das nicht mehr anfassen. Wie ist dieser Effekt zu erklären? Ja, das ist die Technik. Man kann die Pfeife schon so heiß werden lassen, dass man sie nicht mehr anfassen kann. Mhm. Wenn man zu stark zieht, und dann gibt es einen richtigen Glutball innen drin und die Hitze überträgt sich dann doch schon nach außen. Und dann wird es schon heiß. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Wenn der Rauch dann so heiß ist, und dann brennt er auch auf die Zunge und da ist dann der Genuss auch nicht mehr gegeben. Also mit anderen Worten, auch Pfeife rauchen will gelernt sein. Richtig, ja. Es gibt ja so Pfeifenformen, die kenne ich auch noch von Spitzweg oder so, die sind unendlich lang, haben oben noch so einen Deckel drauf oder so. Was ist das Besondere an dieser Art von Pfeifen? Ja, das waren früher mal die sogenannten Lesepfeifen. Damals war die Tabakqualität noch nicht so gut und die Pfeifenköpfe waren aus Porzellan oder aus Ton und da konnte sich nicht so richtig diese Kruste ansetzen. Mit anderen Worten, der Rauch war sehr heiß. Mhm. Und deshalb hat man dann die lange Holme gemacht, dass der Rauch dann in dem Rauchrohr abgekühlt ist, um da ein bisschen mehr an Genuss rauszukriegen. Welchen Einfluss hat eigentlich die Art des Tabaks, die man verwendet? Welche Rolle spielt das für den eigentlichen Genuss? Ja, das ist Geschmackssache. Ja. Die einen, die mögen die aromatischen, wo also so ein schönes Raumaroma geben. Die anderen, die haben es gern neutral. Es gibt auch sehr gute Tabake, die überhaupt keine Raumnote haben. Die riecht man kaum. Und schmecken aber sehr gut. Oder es gibt dann die dritte Art, das sind die englischen, mit Latakia zu besetzen. Und die riechen schon ein bisschen herb, für manche Leute sehr unangenehm. Und die schmecken aber, also mir schmecken sie auch ganz gut. Welche Sorte bevorzugen Sie? Ich habe gerne die englischen. Mhm. Ich habe hier vorhin schon von Mod-Instrumenten gesprochen. Sie sagten, die Köpfe werden auf der Drechselbank gemacht. Wozu brauchen Sie denn diese Messer, die ich unterstelle auch sehr scharf sind? Ja, die sind sehr scharf. Das kam auf Anregung von einem Pfeifenkunden, der hat Strangtabak. Und der hätte gern ein Messer aus Pfeifenholz, um stilgerecht diesen Pfeifentabak mit einem Messer mit Breyer-Holzgriff zu schneiden. Und das war quasi so eine Anregung von ihm und das habe ich schon mal gemacht und die sind ganz gut angekommen und da habe ich auch mal noch andere Messer mit anderen Holzarten gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel Fliederholz. Mhm. Und Also man kann es zur Philosophie ausweiten, so will. Sagen Sie, bis so eine Pfeife fertig ist, dass man sie tatsächlich zum ersten Mal benutzen kann, wie viel Arbeit steckt da drin? Ja, da steckt etliches an Arbeit drin. Es fängt schon an bei der Materialbeschaffung. Ich fahre also extra nach Sizilien in letzter Zeit, um das Holz persönlich auszusuchen. Da schaue ich mir jedes Stück einzeln an und lege es dann in den Einkaufskorb quasi. Dann muss man eine gewisse Zeit aufwenden, um zuerst mal abzuschätzen, wie die Form rausgearbeitet wird. Dann wird die Form grob aufskizziert, dann wird sie gebohrt, da habe ich ein spezielles Zwei-Backen-Futter auf meiner Drehbank, wird der Rauchkanal und die Rauchkammer werden gebohrt, dann wird das Mundstück als Rohling angepasst und dann wird die Form auf der Drehbank grob vorgedreht, dann wird der Holm gedreht, dann wird geschliffen, fein geschliffen in 3 bis 4 Arbeitsgängen, dann kommt es auf das Holz drauf an. Diese Pfeife zum Beispiel ist gebeizt, die wird dann mit 2 verschiedenen Farben wird die gebeizt, mit Orange und Schwarz, dass die Maserung kontrastreich rauskommt. Und dann bei den gebeizten Pfeifen muss dann bestimmt noch 4-5 Mal drüber geschliffen werden.
Und dann wird sie eingelassen mit einer Wachsgrundierung. Dann muss die Pfeife aushärten, also die Grundierung muss aushärten. Das bleibt dann 3 Tage liegen. Mhm. Und dann anschließend wird sie poliert. Was kostet so ein Stück Holz, das da vor Ihnen liegt? Also das ist allerbestes Bruyère-Holz mit Vogelaugenmaserung. Das kostet ab Fabrik 25 Euro. Was passiert, wenn Ihr Bohrloch nicht so ist, wie Sie sich das vorstellen? Wird es Ausschuss? Kommt oder? Gott sei Dank ganz selten vor. Ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Mal kaputt gebohrt, wo ich irgendwie nicht aufgepasst habe. Aber in der Regel passiert das nicht. Wenn da so viel Arbeit drin steckt, was ja man schon in Wochen bezeichnen kann, was kostet so ein Stück? Ja, die Preise sind unterschiedlich. So sandgestrahlte Modelle wie diese da zum Beispiel, die kosten so 150 bis 200 Euro je nach Größe und Ausfertigung, Ausführung. Und sowas kommt dann 500, 600 Euro. Also wenn ich mir das vorstelle, wie viel Arbeit drinsteckt, einen riesigen Stundenlohn können Sie damit aber nicht bekommen. Nein. Man sieht oft Leute, die sitzen in einer Hotellobby oder in ihrer Bibliothek oder so, und dann gibt es die klassischen Zigarreraucher und dann gibt es die klassischen Pfeiferaucher. Die Zigarreraucher, die schwören darauf, da ein Glas Whisky dabei zu haben. Was ist mit den Pfeiferauchern? Ja, Pfeifenraucher, ein gutes Glas Rotwein, würde ich mal sagen. Passt auch ganz gut. Vom Geschmack, ja, passt ganz gut. Oder guter Cognac, denke ich, hat es auch mal ganz gerne dazu. Also ich merke schon. Das fällt jetzt von mir. Na gut, es ist ja eben freigestellt, wie er dann sozusagen das Ganze kombiniert. Aber ich merke schon, es steckt eine Menge Philosophie dahinter. Wenn man so eine Pfeife hat, die einem lieb geworden ist, wie lange hält so ein Stück? Kann man die ein Leben lang haben oder muss man die immer mal auswechseln? Nee, wenn man sie pfleglich behandelt und dann hält die schon lang. Ja. Ungefähr welche Zeit? Also ich habe vor ca. 15 Jahren angefangen und habe immer noch Pfeifen im guten Zustand, die schon 15 Jahre im Betrieb sind, im Gebrauch sind. Hin und wieder muss man das Mundstück ausgewechselt werden, weil das verbeißt sich mit der Zeit und das ist kein Luxus, wenn man da ab und zu mal Neues dran macht. Aber die Pfeife selbst, die kann schon sehr lang halten. Wir haben ja schon viel von Philosophie gesprochen und dem, was man sozusagen zelebrieren kann ringsrum. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wie Leute ihre Pfeife stopfen. Da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, dann werden die mal ausgehen gelassen, dann werden sie wieder angezündet. Wie macht man es richtig? Richtig macht man es, wenn man seine Ruhe hat, dann stopft man die Pfeife unten locker, in der Mitte ein bisschen fester und oben kann man dann den Tabak schon mal ein bisschen andrücken. Dann ist es wichtig, dass man sich auf das Pfeifenrauchen konzentrieren kann, dass man nicht so heftig, aber gleichmäßig, regelmäßig dran zieht, dass die Pfeife also mit der gleichbleibenden Temperatur durchbrennt. Wenn man abgelenkt ist und sich dann irgendwie in der Runde unterhält und man redet und dann kann man nicht regelmäßig dran ziehen, dann geht es halt aus, dann muss dann halt nachgestopft werden und wieder neu angesteckt werden. Es gibt ja unterschiedlichste Experten, die sagen, Rauchen ist sowieso ungesund, das sei mal dahingestellt, aber das Rauchen einer Zigarette, weil man viel mehr raucht, ist viel schlimmer und das von einer Zigarre ist etwas weniger schlimm und Pfeifen wären sozusagen zwar auch nicht gut für die Gesundheit, aber das wäre noch die schonendste Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise Tabak zu sich zu nehmen. Stimmt das? Ja, der Meinung bin ich auch. Aber dass Rauchen schädlich ist, ist ja hinlänglich bekannt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Wie lange zieht man an so einer Pfeife, wenn sie denn so gestopft ist und man die entsprechende Ruhe hat? Ja, bis zu 2 Stunden. Bis zu 2 Stunden? Ja. Da muss man aber wirklich schon sehr viel Ruhe haben, um das genießen zu können. Man sieht es ja hier, außer dass Sie ein großes und breites Sortiment an Pfeifen haben, auch noch andere Dinge, die ich mal mit Kreisel umschreiben würde. Richtig, ist das so? Ja. Das ist ein anderer Zweig, mit dem Sie sich beschäftigen. Ja, Für wen ist das gemacht? Das ist gemacht für Kreiselsammler, die gern handgemachte Kreisel haben. Die sind auch auf meiner Homepage. Und das hat sich daraus entwickelt, dass ich diese Reststücke aus dem Bruyère-Holz verwendet habe, für kleine Gegenstände zu machen. Und das hat sich dann
aufgrund der Nachfrage dann ein bisschen weiterentwickelt. Können wir denn so einen Kreisel mal laufen sehen, damit man einen Eindruck gewinnt, wie das geht? Ja, da braucht man eine glatte Oberfläche. Ich lege mal ein bisschen zur Seite, damit man es auch sehen kann. So, welchen soll man da nehmen? Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Vieren, die hier liegen? Ja, das ist so ein klassischer Holzkreisel. Also faktisch auch was für Kinder, wenn man so will. Weniger. Eher für Sammler. Ja. Steckt auch hier wiederum viel Arbeit drin. Und entsprechend wäre das zu schade, wenn man da Kinderhände mit spielen lassen würde. Dann zeigen Sie uns mal, ob es auch funktioniert, um es mal so zu sagen. Aha. Und wie lange dreht sich dann so ein Kreisel? Ja, so 60 Sekunden. Mister Schade. Hier gibt es noch welche, die sind mit so einer Metalleinfassung. Und hier sehe ich auch, ist glaube ich ein Kugellager drin. Ja, was macht den Unterschied? Das ist so eine Entwicklung von mir. Wenn man den normal anschubsen will, dann geht er nicht. Was ist der Trick dabei? Da ist der Trick, man muss den von der Hand anschubsen. Und dann läuft er. Läuft auch sehr ruhig und läuft auch sehr lang. Man muss das ja, was das Gewicht betrifft und die Austarierung, unglaublich präzise machen. Denn wenn da nur eine kleine Unwucht drin ist, dann funktioniert das nicht. Können Sie das irgendwie messen oder wie muss ich mir das... Ja, das muss man also schon an der Drehbank, wenn ich die mache, muss ich also sehr genau arbeiten. Das ist ein Stahlstift und wenn das Kugellager oder die Achse nicht genau drin sitzt und dann kriegt er oben eine Unwucht und fängt dann sofort an umzufallen. Also ich sehe, Sie haben relativ präzise gearbeitet. Der dreht sich eine ganze Zeit lang. Was ist das Kästchen, was hier noch daneben liegt? Sie haben hier noch so... Ja, das ist auch noch so ein Faible von mir, so kleine Döschen zu machen. Das ist jetzt eher was für Frauen? Och, ja gut, man kann Ohrringe reinmachen oder es gibt auch Leute, die machen da Schnupftabak rein. Und ich habe jetzt mal Mini-Kreisel drin gemacht. Dreht es sich auch? Die müssten auch gehen, ja. Das war ich sehen. Ups, ist ein bisschen kompliziert. Ja, aus welchem Material sind die? Auch aus Holz? Oder? Das ist eben Holz, ja. Um Gottes Willen, da geht doch keine Drehbank mehr. Wie kann man sowas herstellen? Da habe ich so eine Lupe, eine Kopfbandlupe und da drechsel ich die mit der Lupe an der Drehbank. Also ich merke schon, man muss eine sehr ruhige Hand haben und ich glaube auch sehr, sehr viel Geduld, um sowas herzustellen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie das meiste im Internet anbieten. Was wir den Zuschauern noch nicht verraten haben, wie finden Sie sie denn im Internet? Ja, ganz einfach, wenn man Werner Mummert eingibt in die Suchmaschine und dann bin ich ganz vorne. Oder wenn man den Suchbegriff Pfeifenmacher angibt oder Freehand-Pfeifen oder Pipemaker auf Englisch und dann kommt man schon. Dann kommt man schon zu Ihnen. Dieses Gewerbe ist sehr alt. Und wenn man anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, unterstelle ich mal, geht man erstmal los und schaut sich an, wie haben das andere gemacht? Wie hat sich das historisch entwickelt? Wo haben Sie Ihre ersten Erfahrungen gesammelt? Ja, wo hat es angefangen? Da war in Kaiserslautern war mal so eine Kunsthandwerkerausstellung. Und da waren auch Pfeifen dabei. Die habe ich mir angeschaut. Und da bin ich quasi inspiriert worden. Waren Sie mit denen nicht zufrieden, haben sich gedacht, das kann ich besser, so ähnlich wie Ferrari das gemacht hat, weil da kein Lamborghini mehr fahren wollte. Ja, so ungefähr. Es war schon, also ich habe mir also gedacht, also das bringe ich auch fertig. Ja. Naja, man sieht ja, dass es da zu großer Meisterschaft gebracht haben. Wenn ich jetzt schon diese Begriffe, die ja mit sehr viel Luxus verbunden sind, also teure Autos, gibt es da auch sozusagen die absoluten Highlights unter den Pfeifen? Also wo man sagt, das ist eine Pfeife wie eine Stradivari, wenn die nicht von dem kommt, dann will ich die nicht haben. Oder wenn die von dem kommt, dann kostet die unendlich viel. Ja, das gibt's schon. Da gibt es Engländer, die, ich weiß nicht, ob wir jetzt über die Fabrikate sprechen sollen, die Dunhill, die sind also sehr kostbar und begehrt. Die machen auch sehr edle Einzelstücke. Dann gibt es meines Wissens noch der Herr Gabe, aus Dänemark ist der, glaube ich. Der macht also auch sehr begehrte Sammlerstücke. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal so begehrt werde.
Wenn man dann mal eine Mummert kauft und die ist dann sozusagen bei Sotheby's auch in der Versteigerung, dann denke ich, haben Sie das auch erreicht. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen so viel Spaß bleibt bei Ihrem Hobby, bei all dem, was Sie hier machen und dass man sozusagen jetzt auch ein bisschen besser weiß, wie man eine Pfeife richtig zu behandeln hat. Herr Mummert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich denke sehr zum Wohle. Okay, zum Wohle. Danke.